Flieger allgemein, also auf Helikopter oder Flugzeug, hat mich eigentlich schon als kleiner Bub immer schon fasziniert. Ich bin in der Nähe von einem Militärflugplatz aufgewachsen. Durch das habe ich die Helikopter immer gesehen trainieren und mich hat die Technik dahinter schon immer sehr fasziniert. Du brauchst handwerkliche Skills, du musst mit Werkzeugen umgehen, in jeder Situation. Du musst ein Teamplayer sein, du musst mit verschiedenen Charakteren zusammenarbeiten im Team. Und du musst ehrlich sein, um zugeben können, wenn ein Fehler passiert ist. Ich sehe es auch als Weiterbildung. Also ich habe eine vierjährige Basisausbildung für das müssen haben. Es sind komplexe Maschinen, wir haben komplexe Helikopter. Du hast also die Möglichkeit, als Mechaniker an verschiedenen Systemen zu arbeiten. Du arbeitest nicht nur am Triebwerk oder speziellen Komponenten. Wie jetzt kann ich an einer Rettungswinde arbeiten. Unsere Kameraden, die im Einsatz sind, die verlassen sich darauf, dass die Winde betriebssicher ist. Morgen bin ich vielleicht an einem Triebwerk dran. Das sind sehr coole, komplexe Sachen, die den Job eben genauso spannend machen. Die Ausbildung bei der REGA ist sehr praxisbezogen. Es ist eigentlich auch vieles nach dem Motto «Learning by doing». Man hat 8 Module zum Absolvieren, um die Lizenz zu erhalten nach diesen 3 Jahren. Aber was ein grosser Bestandteil ist, man bekommt ein Arbeitsbuch. Und in diesem Arbeitsbuch sind Arbeiten aufgelistet, die man in diesen 3 Jahren machen sollte, damit man die Lizenz überkommt. Also man hat einen Teil, den man in der Schule lernt, aber der grösste Teil liegt nachher beim Betrieb, die fachliche Kompetenz sich anzueignen. Unsere Mitarbeiter sind mit Leidenschaft Helikoptermechaniker und mit Stolz arbeiten sie für die REGA. Unsere Auszubildenden haben da also einen guten Platz, um die Ausbildung zu machen.